Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich dir, wie du Smash Hacks installieren kannst. Und das ist, glaube ich, das erste Video, in dem du hoffentlich dann Smash Hacks funktionsfähig sehen wirst. Und deshalb, naja, kann es auch sein, dass es etwas länger dauert oder es ist generell alles etwas komplizierter. Und es gibt auch einige grundsätzliche Benötigungen, die man braucht. Und zwar benötigt man als allererstes einen New Nintendo 3DS mit dem Internet. Das heißt, mit einer alten Konsole geht's nicht. Außerdem braucht man natürlich ein Spiel von Super Smash Bros. 3DS. Ist egal, ob du die Download-Version oder die Kartenversion hast. Und du brauchst einen Computer mit einer Linux-Distribution, der mit dem WLAN-Netzwerk verbunden ist. Und eine VM geht auch nicht. Das heißt, du musst fest installierte Linux-Distribution haben. Ich verwende Ubuntu. Und du musst sie per WLAN mit dem Internet verbunden haben. Das heißt, Kabelanschluss geht auch nicht. Und als allererstes müssen wir hier auf diese Seite hier gehen. Du findest übrigens alle Links, alle Befehle und so weiter nochmal in der Beschreibung verlinkt. Beziehungsweise alle Links in der Beschreibung verlinkt und alle Befehle auch nochmal in der Beschreibung. Weil doch einige Sachen da zusammenkommen. Und weil das dann besser ist. Außerdem findest du wahrscheinlich auch nochmal eine geschriebene Anleitung. Und von dieser Seite hier müssen wir als allererstes das Homebrew Starter Kit herunterladen. Und hier unter Other Apps, Other App Payloads müssen wir unsere Firmware eingeben. In meinem Fall ist das ein New 3DS, also New 3DS muss ja sowieso sein. Noch, falls man den New 3DS nicht mehr unbedingt braucht, werde ich die Beschreibung updaten, aber das Video nicht. Im Zweifel werde ich ja noch eine Anmerkung machen, aber lieber nochmal in die Beschreibung gucken. Und du brauchst immer New 3DS mit 9. oder beziehungsweise ich habe ein New 3DS mit 9.0.0-20. Sonst kannst du natürlich auch 9.9.0 oder 10 auswählen. Und dann musst du auf Download Payload klicken. Und den Kram packe ich erstmal auf den Desktop. Dann brauchen wir auch noch die SD-Karte aus dem 3DS. Du kannst die Daten auch per Datenübertragung, also per Micro-SD-Management oder per FTP-Server, also Homebrew-FTP-Server übertragen. Wie das geht, zeige ich hier aber nicht noch extra. Und du musst dann eben die SD öffnen. Und dann müssen die Dateien hier alle darauf kopiert werden. Und außerdem auch noch der Payload. Hier einfach in das Hauptverzeichnis alles rein. Wo auch schon der Nintendo 3DS-Ordner sein sollte. Und die müssen wir umbenennen in Smash Payload Pumpen. Wenn das fertig ist, dann müssen wir auch noch dann können wir diese Seite erstmal schließen. Hier können wir dann das komplette Release herunterladen. So geht das zumindest. Hier müssen wir jetzt in den PC-AP-Out-Ordner gehen und hier unsere Version auswählen. Solange du einen europäischen 3DS hast, sind nur diese Sachen hier für dich interessant. Also diese Dateien. Die Game Other oder Euro-Demo. Und da ich persönlich die Version 1.0.0 habe oder 1.0.0 habe. Du kannst übrigens die Version im Smash Bros. Menü ablesen. Dann muss ich die nehmen. Wenn du 1.0.4 hast, dann musst du die nehmen und wenn du 1.1.0 hast, dann musst du die nehmen. Das Archiv brauchen wir dann nicht mehr. Und dann müssen wir noch das komplette hier herunterladen. Hier brauchen wir dann die AI Replay ngpatch Datei und dann brauchen wir noch
diese Aircrack-Datei hier. Und die müssen wir dann hier auch noch als ZIP herunterladen. Also keinen Release, sondern hier den Source Code. Theoretisch werde, oder ich werde die auch noch eine komplett kompilierte Version hochladen. Aber da ich nicht weiß, ob die geht, weil das niemand testen wollte, wirst du die hier, oder werde ich nochmal zeigen, wie man das Ganze selber kompiliert. Nachdem der Download abgeschlossen wurde, brauchen wir das Internet nicht mehr und den Ordner kann man auch einfach auf den Desktop entpacken. Und die SD brauchen wir auch eigentlich nicht mehr. Und jetzt müssen wir ein Terminal öffnen. Das können wir entweder hier durch in Rechner und Online-Quellen durchsuchen machen oder indem man STRG Alt und T drückt. Vielleicht geht es auch nur mit Alt und T oder STRG und T, aber ich habe mir jetzt STRG Alt und T gemerkt. Und dann müssen wir hier nochmal den Aircrack-Ordner öffnen. Dann müssen wir hier erstmal in die Datei hier hin kopieren. Und dann müssen wir hier im Terminal get update eingeben. Aber da ich kein Admin habe, muss ich sudo apt-get update eingeben. Dann muss noch das Passwort eingegeben werden. Wenn es abgeschlossen wurde, müssen wir noch apt-get upgrade eingeben. Aber auch wieder mit sudo. Einfach mit Jet bestätigen. Wenn das abgeschlossen ist, müssen wir ein paar neue Pakete installieren. Das müssen wir mit sudo apt-get install openssl. Da ich das schon habe, muss ich das nicht. Dann nochmal den Befehl kopieren. Dazu einfach die Taste nach oben drücken, die Pfeiltaste. Und jetzt anstelle von openssl libssl-dev. Den habe ich aber auch schon. Dann brauchen wir noch lib nl genl drei 200. Dann brauchen wir noch lib nl genl 3 div. Und dann brauchen wir noch libnl3 200 und libnl3 dev ohne genl. Übrigens brauchen wir 200 ohne den Mittelteil und dann brauchen wir noch pkg config. Das habe ich aber auch schon. Und als nächstes müssen wir in diesen Ordner hin navigieren. Das können wir mit cd slash home, dann den Benutzernamen, in meinem Fall ist es tcm0. Dann habe ich das hier auf dem Schreibtisch, was man hier oben sehen kann, und dann aircrack ng master. Und jetzt muss ich noch den offiziellen oder den originalen Quellcode von AI Crack oder von Aircrack verändern, weil man eine gepatchte Version braucht, deswegen müssen wir das auch noch extra kompilieren, also patch src slash AI replay ng.c. Du kannst übrigens mit der Tab-Taste Autovervollständigung verwenden und dann so ein Größerzeichen und dann AI.AI-Replay-NG-Patch. Jetzt wurde die Datei gepatcht. Dann müssen wir noch unser WLAN vorbereiten. Aber erstmal müssen wir das auch noch ausführen, auch noch erstellen, also make. So, wenn wir das jetzt erstellt haben, dann müssen wir das WLAN noch vorbereiten. Dafür brauchen wir noch IP-Link. Hier können wir jetzt nämlich die Interfaces sehen, die wir verwenden. Und da brauchen wir das WLAN-Interface. In meinem Fall ist das WLAN 0. Also WLAN-Interfaces fangen normalerweise mit WLAN an.
Und da müssen wir sudo ifconfig WLAN-Interface, also in meinem Fall WLAN nur down und sudo iw-config WLAN 0 Mode Monitor und sudo ifconfig WLAN 0 ab. Also anstelle von WLAN 0 immer das entsprechende WLAN-Interface und sudo iw-config WLAN 0 Channel 6. Da müssen wir jetzt endlich die AirCrack-Version ausführen. Die finden wir hier in diesem Ordner, im SAC-Ordner, wodurch das Ganze jetzt ziemlich unübersichtlich geworden ist, aber egal. Da müssen wir jetzt nochmal die PCAP-Datei reinkopieren, damit es noch unübersichtlicher wird. Und dann können wir in den Ordner navigieren. Dazu einfach diesen CD-Pfad hier kopieren. Also den haben wir schon eingegeben, das heißt einfach wieder öffnen und dann noch SRC hinzufügen. Und jetzt müssten wir das Ganze durch sudo /aire replay ng -interactive -r/ Jetzt brauchen wir die PCAP-Datei hier. In meinem Fall ist es eben GameOther V10.0, aber bei dir könnte es die andere sein. Dann müssen wir -h 59 EE 3F 2A 37 P0 eingeben und dann auch -x 10 WLAN 0, also das WLAN-Interface. Und damit Enter bestätigen. Dann müssen wir noch Yes eingeben. Und jetzt werden die ganzen Packages gesendet. Und damit können wir auch schon die SD-Karte entfernen. Und die kommt dann in den 3DS rein. Wo es jetzt auch weitergeht. Und wenn alles richtig funktioniert hat, dann müssen wir jetzt noch das Spiel starten. Wie gesagt, ich habe Version 1.0, deswegen bittet er mir immer, dass ich das Ganze update. Also, Super Smash Bros. In der Version 1.0. Ich kann auch meine Speicherdaten nicht verwenden, weil ich eigentlich eine Konsole mit einer neueren Firmware verwende. Und dann müssen wir auf Smash und Gruppe gehen. Und man sieht schon, wie schnell das geht. Schon wird der Hack ausgeführt. Das war's dann mit diesem Video. Danke fürs Zusehen. Wenn du noch irgendwelche Fragen bezüglich Smash Hacks oder so hast, kannst du mich gerne in den Kommentaren fragen. Aber vielleicht solltest du dir erstmal so ein bisschen grundlegendes Wissen über Linux und so weiter beibringen oder aneignen. Und dann bis zum nächsten Video.